So, also die Probe habe ich jetzt fertig genommen. Jetzt habe ich den Becher schön voll gemacht. Bis kurz zur Deckelmarkierung würde auch reichen, aber das Bieneninstitut ist froh, wenn der Becher richtig voll ist, weil manchmal müssen Proben wiederholt werden, weil ja nicht nur hier Pennibacillus larvae eventuell drin wäre, sondern ganz sicher, das Bienenvolk ist ja nicht steril, sind da auch ein paar Pilze drin und so, die dann auf der Kultur im Bieneninstitut wunderbar wachsen. In der Regel, wenn man eine so schöne helle Probe hat, weil man regelmäßig Wabenaustausch betreibt, passiert im Bieneninstitut nichts und dann reicht einmal der Durchgang. Auf jeden Fall mache ich jetzt diesen Becher von außen sauber, trocken und dann kommt mein Etikett drauf, das ich vorher geschrieben habe. Wie gesagt, ich hatte diesen Becher ja vorher nummeriert, habe mir aufgeschrieben, welche Völker in diesem nummerierten Becher mit der Nummer drin sind. Das steht jetzt hier auf dem Etikett drauf. Wie gesagt, ich kann in einen solchen Probenbecher bis zu 6 Völker in Sammelprobe nehmen. Diese 6 Völker müssen aber von einem Stand kommen. Ich kann keine Stände untereinander mischen. Das heißt, wenn ich an einem Stand nur 3 Völker stehen habe, mache ich eben eine Futterkranzprobe von eben nur diesen 3 Völkern. Was schreibe ich jetzt auf dieses Etikett drauf? In lesbarer Blockschrift, ideal wäre ausdrucken, steht auf diesem Etikett jetzt also drauf die Probennummer, die Nummer der Völker, die ich in diese Probe reingemacht habe. Der Standort, an dem die Probe genommen worden ist, das Datum der Probenziehung und die Adresse und der Name mit Telefonnummer vom Standbesitzer. Denn der muss ja erreichbar sein, sollte in dieser Probe ein positiver Befund vorhanden sein. Diesen Becher drehe ich jetzt richtig gut zu. Dann habe ich hier so kleine Tütchen, da kann man auch eine Butterbrottüte nehmen. Steckt das da rein. Das ist ein bisschen diffizil, weil der Deckel eigentlich breiter ist als das Tütchen, aber nachher passt es. Die habe ich mal geschenkt bekommen, deswegen benutze ich sie jetzt auch. Wegschmeißen, ja, keine gute Technik mit Plastik. So, erstmal noch benutzen. Jetzt geht das hier oben zu. Warum mache ich das? Diese Proben kommen alle zusammen in ein Päckchen. Ich habe ja, wir haben es gesehen, von meinen anderen Völkern schon 3 gezogen gehabt. Sollte jetzt beim Postversand dieser Deckel lose werden und dass die Probe eventuell auslaufen, dann läuft sie eben nicht ins Päckchen und dann auf den Schreibtisch im Bieneninstitut, sondern sie läuft in diese Tüte und dann, wenn die Tüte heil bleibt, kann man eben auch noch eine Untersuchung mit der Probe in der Tüte machen. Zu diesen Proben, die ich jetzt in ein Päckchen packe, so wie wenn ich Glas verpacken würde, damit mit diesen Bechern nichts passieren kann, kommt ein Begleitbrief. Auf dem Begleitbrief stehen alle meine Daten, stehen die Daten des eigentlich hier anwesenden Bienensachverständigen. Also wenn man Proben im Rahmen eines solchen Verdachtes zieht oder für ein Gesundheitszeugnis, müssen diese Proben von einem ausgebildeten Bienensachverständigen genommen werden. Bei mir kommt die Bienensachverständige, der Bienensachverständige, wenn die Völker so Anfang, Mitte März richtig gut im Brut sind. Das ist in diesem Jahr zwar jetzt schon der Fall, aber wir machen das immer so gerne Anfang März. Und dann habe ich, wenn ich Glück habe, schon den Befund meiner Futterkranzproben. Wie gesagt, wir befinden uns im Saarland. Im Saarland brauche ich nicht unbedingt eine Futterkranzprobe für die Beantragung der Wanderbescheinigung bzw. der Seuchenfreiheitsbescheinigung. Es ist aber immer gut, wenn man über den Status der Völker, die man abgeben will, zumindest Bescheid weiß. Denn, wie gesagt, der Bienensachverständige hat noch kein Mikroskop in den Augen. Er kann den Erreger der amerikanischen Faulbrut nicht mit bloßem Auge erkennen, wenn kein klinischer Ausbruch vorliegt. Gut, diese Proben verpacke ich jetzt, tue sie mit dem außen auf das Päckchen aufgeklebten Begleitbrief in die Post und freue mich, dass ich in ungefähr 2 Wochen dann meinen Probenbefund wiederbekommen werde.
egal was der für einen Befund, was sich für einen Befund ergibt, sollten Sporen in diesen Proben drin sein, der Bienensachverständige aber keine Klinik sehen, dann kann ich meine Bienenvölker in die Rapstracht zum Beispiel hinein sanieren und kann einen Ausbruch vermeiden. Das ist sehr positiv, weil ein Ausbruch viel Geld kostet, Zeit kostet und einfach nervig ist und auch immer einen Sperrbezirk mit sich zieht, den man ja eigentlich vermeiden möchte. Okay, ich wünsche viel Spaß mit dem Bienensachverständigen beim Probenziehen und drücke allen die Daumen, dass die Befunde dann negativ sind. Komm mal zum Einpacken der Probe. Ich hebe mir immer so ein paar Päckchen auf, die ich brauchen kann dann dafür. Beschriftet habe ich einen Briefumschlag, ordentlich mit der Adresse des für Saarland zugeordneten Bieneninstitutes in Mayen. Ich schreibe da immer noch den Betreff Futterkranzproben drauf und ich mache einen Vermerk, dass der Begleitschein in diesem außen aufklebenden Umschlag ist, damit das nicht verloren geht. Dann habe ich für die Proben den entsprechenden aus dem Download-Bereich des Bieneninstitutes runtergeladenen Begleitschein ausgefüllt, schön ordentlich hier mit Computer. Wer das nicht kann, mindestens bitte mit Blockschrift, weil im Bieneninstitut ist das dann immer sehr zeitaufwendig, wenn man Hieroglyphen entziffern muss. Das kennen wir ja alle. Man möchte doch die Adressen und den Inhalt des Briefes lesen können. Auf diesem Begleitschein ist eingetragen, dass ich das zur Ausstellung eines Gesundheitszeugnisses brauche. Ich habe da vermerkt, dass das bei uns im Saarland eben auf freiwilliger Basis ist, denn die Amtsveterinäre verlangen bis dato noch keine Futterkranzproben für die Ausstellung einer Wanderbescheinigung. Dann wird hier unten vermerkt, in welcher Probe welche Völker in Sammelprobe zusammengefasst sind, die Standbezeichnung nochmal und die Gefäßnummer und das Datum der Probenziehung. Das muss alles auf diesem Begleitschein drauf. Ich hatte 4 Proben, das heißt, ich brauche die zweite Seite auch noch, wo dann eben draufsteht, welche Probe in Ergänzung zur ersten Seite noch in dem Päckchen ist. Das Ganze kommt jetzt schön gefaltet in diesen Umschlag rein. So, dann haben wir das eine. Jetzt haben wir hier in diesem Päckchen. Jetzt haben wir hier in diesem Päckchen die Proben, die ich ja eben in schön beschriftet in diese Plastik-Zip-Beutelchen getan habe. Im Päckchen ist unten ein Boden, ist der Boden mit Papier ausgefüllt, damit ich da die Proben jetzt draufstellen kann. Dann habe ich von den Holtermann-Päckchen immer noch hier solches Pappmaterial oder auch aus dem Bienenbedarfsladen meines Vertrauens. Das passt immer ganz gut. Da kann ich jetzt eben diese Proben so schön nämlich reinpacken, dass die da in dem Päckchen nicht umherfallen. So. Dann das Ganze noch einmal schön fest. Jetzt reicht das nicht ganz aus. Das schön ausfüllen. Jetzt ist das hier eine Packung, die ist günstig. Die hat so eine Verschlussflasche, damit das nicht wieder aufgehen kann. Auf jeden Fall aber klebe ich eben hier oben die
den Brief drauf. Mit Klarsicht-Paketklebeband, damit die Adresse nicht zugeklebt wird, nicht wahr? Damit verschließt sich dann automatisch auch nochmal das Päckchen. So, und fertig ist die ganze Sache, ordentlich adressiert, fest eingepackt, kann nichts hin und her wackeln, kann nichts gedrückt werden, ist eine stabile Kiste wie für den Glasversand. Das schicke ich eben jetzt an das Bieneninstitut Mayen, das dem Saarland zugeordnet ist. Begleitschein nicht vergessen, Proben ordentlich beschriftet und bringe das jetzt zur Poststelle meines Vertrauens, die es dann ordentlich frankieren. Und dann ist es hoffentlich morgen, übermorgen im Bieneninstitut und die können dann mit der Probenanalyse beginnen. Okay.